Hallo, schön, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Abschied nehmen, loslassen, trauern. Das kann sein, dass ein Projekt gescheitert ist, dass wir von einem Projekt Abschied nehmen, von einer Person, von einer Idee. Und ein Teil davon ist, sich so abzugrenzen von allem, was sich da noch so mit reinmischt. Also oft ist es ja so, dass wir nicht nur diesen Schmerz haben, dass etwas nicht klappt oder dass wir uns verabschieden müssen von etwas, dass wir etwas gehen lassen müssen, was wir gerne bei uns gehabt hätten, sondern dass sich auch andere Sachen da reinmischen, wie Schuldgefühle oder Frustration oder so Selbstvorwürfe oder sowas. Also es ist ja meistens nicht nur der reine Schmerz. Und meine Idee heute bei dem Training ist, dass wir ganz viel machen mit so Abgrenzen, ganz klar sich Raum verschaffen, sich spüren, ganz bewusst in der Kraft zu sein und dadurch eigentlich mehr in Kontakt zu kommen mit dieser Traurigkeit, mit diesem Schmerz. Und ja, eigentlich über das Loslassen, über diesen Abschied zulassen, etwas gehen lassen, eigentlich mehr in Verbindung mit dem zu kommen, was wir lieben daran. Also wenn wir trauern oder wenn uns ein Abschied schmerzhaft ist, dann hat es ja auch immer was damit zu tun, dass da auch eine Liebe ist. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, dann gibt es da meistens so was ganz Friedvolles und Kraftvolles drin, was ganz Ruhiges. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Und wir beginnen mit einer Atemübung. Und wir werden mit dem Einatmen eine Bewegung nach vorne machen, wo wir die Hände nach vorne schieben, als ob wir etwas von uns wegschieben und atmen ein. Und mit dem Ausatmen lassen wir wieder los. Und wir atmen wieder ein. Schieben, 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 mit Kraft von uns weg, spüren unsere Arme, unseren Rücken, unsere Schultern, unsere Hände schieben und atmen aus. Und nochmal ein. Schieben so weit weg, wie wir können und lassen wieder los und atmen aus. Und das Ganze nochmal zur Seite. Wir schieben und breiten uns aus in diesem Wegschieben und lassen wieder los. Und atmen wieder ein. Schieben, 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 schieben. Mal aus. Und noch einmal. Schieben, schieben, schieben. Und atmen aus. Und lassen los. Und jetzt nach oben. Und wir dehnen uns richtig auf zwischen dem Fußboden und dem oben in den Händen und lassen los und spannen uns nochmal auf, einatmend, schieben uns gegen den Boden. Nehmen wir uns einen Moment zum Nachspüren. Du kannst gerne die Augen schließen, die Knie locker lassen. Vielleicht gibt es eine Bewegung oder ein Gähnen oder irgendwas, was jetzt da sein möchte. Lass es da sein. Und dann machen wir so eine Art Kniebeuge. Also wir gehen in die Knie.
und schieben uns dann wieder vom Boden weg. Wir wollen so die Kraft in unseren Beinen spüren und wir wollen auch, dass es ein bisschen anstrengend ist. Das, was immer uns gerade beschäftigt, was uns ärgert, was uns traurig macht, dass wir das für einen Moment beiseite lassen können und wirklich komplett unsere Aufmerksamkeit zu dieser Anstrengung in unseren Beinen bringen. Du kannst es auch hier mit dem Atem synchronisieren, wenn du magst. Mach die Übung so, dass deine Knie nicht wehtun, die sollen nicht wehtun, aber mach sie so, dass du deine Muskeln spürst. Wenn diese Bewegung nicht gut ist für deine Knie, kannst du einfach auch so eine Grätsche machen. Schau, dass die Knie in Richtung der Füße zeigen und einfach in so einen tiefen Stand gehen und die Muskulatur deiner Beine spüren. Und lass es anstrengend werden. So dass deine Aufmerksamkeit wirklich zu dieser Anstrengung gehen kann. Absolut. Spür deine Beine. Und spür jedes Mal, wenn du beugst und streckst, dass du noch Kraft hast. Selbst wenn du das Gefühl hast, du hast eigentlich keine Kraft. Manchmal, wenn wir Abschied nehmen, gibt es so ein Gefühl, dass alles verloren ist, dass uns nichts mehr zusammenhält. Und wir können spüren, dass wir immer noch da sind. Wir können unsere Beine spüren, unsere Füße, unseren Puls, unseren Herzschlag. Noch einmal mehr. Nochmal stehen. Beine schütteln. Und das Schütteln kann auch so ein bisschen stärker werden. Alle Gelenke schütteln. Das Hüftgelenk, das Kniegelenk, das Fußgelenk. So ein bisschen nach hinten, zur Seite. Schau, dass deine Beine, dass deine Knie nie durchgestreckt sind, dass deine Beine immer so ganz beweglich bleiben oder leicht, flexibel. Und dann wechseln wir zum anderen Bein und schütteln auch hier nochmal. Schütteln alles raus. Der Po-Muskel darf mitschütteln. Das Bein. Schau hier, dass du nicht in deine Gelenke reinschlägst, dass du deine Gelenke schützt, aber dass du schon versuchst, wie so Wasser abzuschütteln zum Beispiel. Und dann steh wieder auf beiden Beinen und merk, wie das Schütteln so die Durchblutung anregt, wie die Beine präsenter, spürbarer werden. Und dann machen wir eine Übung, bei der wir einfach die Arme so locker um uns herum werfen. So eine Bewegung, die quasi aus den Knien kommt. Und die Arme fliegen dadurch. Also wenn ich jetzt nur die Bewegung mit den Beinen mache, ist das eigentlich so ein... Schmeiß im Grunde meine Arme aus dieser Bewegung, aus den Knien. Und ich füge noch diese Drehung dazu. Und du kannst einfach mal mitmachen. Und schmeiß wirklich deine Arme in diesen Raum um dich herum ein. Nimm ganz viel Platz ein zu den Seiten um dich herum. Seitlich, vorne, hinten. Und lass den Atem fließen.
Lass den Blick folgen. Nimm den ganzen Raum wahr. Einen Moment länger. Und dann lass die Bewegung langsam auspendeln. Und du kannst auch hier gerne nochmal die Augen schließen und einfach spüren, wie jetzt so die Beine und die Arme und Hände vielleicht so ein bisschen wärmer sind, ein bisschen kribbeln, ein bisschen mehr durchblutet sind. Und wie sich dadurch vielleicht auch im Kopf, in den Gedankenstrukturen, in den Gefühlen was gelöst hat. Vielleicht wenn vorher so wiederkehrende Gedanken waren oder auch wiederkehrende Gefühle, dass sich das vielleicht verändert hat, dass sich deine Stimmung vielleicht verändert hat. Und du kannst gerne noch einen Moment länger nachspüren, kannst dich vielleicht auch nochmal auf den Boden legen, wenn du magst, oder wo es bequem ist und dir einen Moment Zeit geben. Und ansonsten wäre ich sehr interessiert zu hören, wie dir die Übung gefallen hat, ob du die nutzen kannst für dich. Hinterlass mir also gerne einen Kommentar, schreib mir Ideen oder Wünsche, wenn du magst. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Mal.